Können wir anfangen? Oder warte. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind heute hier, weil wir noch was auspacken. Ihr könnt gerne mal... Achso, ich wollte euch erst vorstellen, das ist Tim. Moin. ihr könnt gerne mal mein letztes Video angucken. Da habe ich... Ich verlinke es. Sowas hier in der Art schon mal ausgepackt, bloß in... Pappe verpackt und hoffentlich mit was anderem drin, sonst macht das Video hier gar keinen Sinn, das hat sich gereimt. Wir packen jetzt das hier aus, gucken, was da drin ist, verkosten das. Ich habe eine extra große Schere geholt und das war's. Kann ich einfach aufschneiden? Mach du. Oder hat das irgendeine... Wenn dir schnell Öffnung? Wenn du irgendwas anschneidest, essen wir es einfach. Das kommt mir doch schon super bekannt vor. Das ist wahrscheinlich einfach nur Schokolade. So wie bei dem anderen auch. Jupp. Ich esse die jetzt nicht. Hä, musst du aber nicht. Gut. Das war bei dem anderen nicht. Irgendeine rosane Dose. Was ist das? Gekochter Schinken. Boah. Ich mir so nicht so geil vor. Das sieht ja richtig ekelhaft aus. Aber es ist auf jeden Fall was anderes. Das kriegt jemand, der schenkt, würde ich sagen. Wer hat als nächstes Geburtstag? Du. Oh nö, Pfirsichmarmelade. Ich glaube, beim letzten Mal waren es andere Marmeladen. Fruchtcocktail in leichtem Sirup. Wir müssen aber irgendwas essen. Okay, na dann. Also, naja, so halbwegs gut. Ja, na, das ist doch bestimmt nur... Halt es gerade, Mensch. Ich will einen Anfang finden. Ja, das ist dieses normale Dose. Oh, das ist lecker. Ich nehme jetzt einen Löffel und esse das. Ja, mach mal. Du musst verkosten. Nein, hier ist eine Packung Taschentücher drin. Hier ist eine Packung Taschentücher drin. Oder sind das Servietten? Servietten? Heißt es Servietten oder... Servietten. Schreibt es in die Kommentare. Jetzt koste mal bitte. Ich will das nicht essen. Bohneneintopf mit Wurst. Das war bei dem anderen auch drin, oder? Ja, hier sind auch so kleine ekelhafte Würstchen drin. Feuchttücher. Die sind aber schön verpackt. Das sieht irgendwie so umweltfreundlich aus. Nicht? Wieso? Wie für Ökos? Ich glaube, ich habe noch eine Dosenwurst. Schweineleberpastete, intensiver Geschmack. Das ist ja noch ekelhafter. Süße Kekse. Oh, die müssen wir aufmachen. Oh. Sind halt einfach nur ein bisschen dicker, aber schmecken genauso. Das sind Butterkekse, ne? Ja. Nochmal Kekse. Oh, salzige Kekse, wieso haben wir die nicht zuerst gefunden? Du kriegst sie noch mehr draus. Wenn das über diesen mit noch mehr Salz kriegst du noch mehr draus. Oh, geil. Machen wir dann noch drauf. Was sind das jetzt für Kekse? Nochmal salzige Kekse. Ey, nicht gucken. Kekse. Nochmal salzige Kekse. Wow, das finde ich jetzt halt, also dreimal dasselbe ist schon wieder langweilig. Zuckerfreier Kaugummi mit Süßstoff. Das kannst du mal auspacken. Vermutlich Salz, Pfeffer, Zucker. Alles, was du für Kaffee brauchst, so mehr oder weniger. Außer vielleicht Salz und Pfeffer. Okay, ja. Tee. Aber Tee ist drin. Mhm. Tee. Tee? Willst du das jetzt so reinhalten? Ja. Tee. Hier sind die Wasserentkeimungstabletten. Wegwerfen. Oh. Okay. Heb die mal auf. Du hast gesagt, wegwerfen. Ja, nicht so. Hm. Hä? Nochmal süße Kekse. Boah. Ja, waren das auch süße Kekse? Hm. Ja, die wir gegessen haben. Und jetzt essen wir gleich noch salzige Kekse. Und hier haben wir Nudeln mit Rindfleisch. Also ich hab noch ja nicht geguckt, was das hier ist. Was so Salz? Salz? Boah, das fühlt sich so ekelhaft an. Fühl mal. Oh, ich krieg gleich Gänsehaut. Was soll das sein? Nudeln mit Rindfleisch. Hier haben wir noch eine Pfirsichkonfitüre. Sehr unkreativ. Beim letzten Mal waren es zwei unterschiedliche. Und ich frage mich, wie man das draufschmieren soll. Ach, auf die Kekse oder was? Ist da kein Brot drin? Nein. Ist das leer? Nein, wir haben hier noch Kaffee. Oh, das ist... Ja. Kaffee, isotonisches Getränk mit Zitronengeschmack. Kaffee. Warte, kann ich kurz unterbrechen? Das isotonische Getränk mit Zitronengeschmack habe ich auch noch dreimal.
Beim letzten Mal waren es auch 4 verschiedene. Noch mehr Kaffeeweiser. Gut, man muss aber dazu sagen. Ja. Das Paket ist eine Tagesration für, wenn du auf dem Feld bist und keine Feldküche hast oder sowas. Das war beim anderen auch so. Die salzigen Kekse sehen genauso aus. Hm. Haben alles, aber dolle ist nicht. Nö. Schmeckt nicht? Ja, aber nicht salzig. Also ein bisschen. Ja, nee, dann bleib bei dir. Ernähr mich gesund. Also bei dem anderen habe ich mich voll gefreut über den Inhalt. Hier freue ich mich darüber, dass das alles so einheitlich schön optisch gestaltet ist. Einheitlich schön? Das ist eine Packung Taschentücher. Das ist Dosenwurst. Das reicht. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr das andere noch nicht gesehen habt zum Vergleich, weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer gesagt, ja, bei dem anderen war es so und so, dann guckt euch das jetzt auch noch an, dann wisst ihr, was ich meine. Und das ist jetzt hier Typ 3 gewesen, das andere war Typ 2, ne? Weißt du nicht, was das bedeutet, aber ja, es war auf jeden Fall was anderes, deswegen, also sieht man ja jetzt auch. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Fleißig Kommentare schreibt, ob es Serviette oder Serviette heißt. Da gibt es auch keine Frage, wie das heißt. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Außerdem, ganz kurz. Du darfst dann nicht auf die Schreibweise achten, ne? Also du musst dann schon. Ja, dann. Hey, egal wie wir es aussprechen. Es wird gleich geschrieben. Es wird gleich geschrieben. Ja, aber wenn das jemand kommentiert, dann kann er ja sagen, ich habe recht. Ja, das will oder nicht. Ich habe recht. Alter, du bist wie so ein Schwein. Warum? Guck dir das doch mal an, das willst du doch nicht essen hier. Ja, aber leg das doch nicht einfach dahin. Das ist doch eh Müll. Darf ich jetzt mal das Video beenden? Das ist Müll. Wenn ich da meine Dose austrinken darf, ja. Nee, das machst du noch vorher. Damit jeder sieht, wie ich mich im Mund oder sonst was schneide, ne? So, dann bis zum nächsten Video.